Hi, willkommen auf meinem Kanal Stars in Memories. Es freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Christoph und heute gibt es den französischen Actionfilm Kiss of the Dragon aus dem Jahre 2001. Die Regie führte Chris Nahoon. Der Filme drehte wie Das Imperium der Wölfe und Lady Bloodfight. Das Drehbuch führte kein geringerer als der Franzose Luc Besson. Die Hauptrolle des Films spielte der Chinese Jet Li, der die Kampfkunst Wushu erlernte und darin sehr gut war. Nun ja, haltet euch fest, jetzt gibt es Martial Arts Kämpfe der Extraklasse. Lehnt euch zurück und genießt es. Viel Spaß! Liu Jian, Chinas bester Undercover-Agent, reiste nach Paris. Er fuhr mit dem Taxi zu seinem Kontaktmann, der ein Restaurant besaß, wo Liu Jian unterkommen konnte. Bewaffnet fuhr er ins Hotel, um dort Inspektor Richard bei einer komplizierten Mission zu unterstützen, und zwar die Überführung und Festnahme des chinesischen Drogenhändlers Mr. Big. An der Hotelrezeption hinterlegte jemand eine Nachricht. Liu Jian öffnete sie und begab sich Richtung Bar. An der Bar angekommen, sagte ihm ein Mann, er solle sich sofort zur Herrentoilette begeben. Mehrere Männer, die auf der Toilette warteten, durchsuchten ihn und dann brachten sie ihn zu Inspektor Richard. Der überaus cholerische und zynische Inspektor verprügelte gerade einen Mann, der blutend auf dem Boden lag. Währenddessen kam der Drogendealer Mr. Big im Hotel an und wurde von Bodyguards in seinem Zimmer eskortiert. Inspektor Richard verfolgte das Ganze über die Bildschirme. Außerdem wurden zwei Prostituierte angeheuert, die Mr. Big unterhalten sollten. Während eine der beiden Frauen auf der Toilette verschwand, um sich frisch zu machen, erledigte die andere den eigentlichen Job und versuchte ihn zu töten. Liu Jian entwaffnete die Frau und Inspektor Richard erschoss wiederholt auf den Boden liegenden Drogenhändler, Mr. Big. Inspektor Richard hatte eine Intrige geplant, bei der Liu Jian als Hauptverdächtiger gelten sollte. Nun ja, ihr könnt euch gut vorstellen, was passierte. Es begann eine Hetzjagd durch Paris mit sehr geilen Kampfszenen. Und das Beeindruckendste an dem Film ist die Kampfszene zwischen Jet Li und Kirill Raffaeli, die den Wushu-Kampfstil bis zur Perfektion beherrschten. Jetzt habt ihr eine Kurzfassung des Films Kiss of the Dragon erhalten. Und nun kommen wir zu den Darstellern, wie sie früher aussahen und wie sie heute aussehen. Viel Spaß! We'll be right back.
Das war's mit dem Film Kiss of the Dragon. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir doch bitte unten in die Kommentare. Wenn ich euer Interesse geweckt habe, dann schaut euch den Film an. Abonniert meinen Kanal, vergesst bitte nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und gebt mir noch einen Daumen hoch. Bis dann, euer Christoph. Stars in Memories.